Tag 2, Video Day 2, heute ist Samstag und ich habe mich gerade fertig gemacht und ich habe ausgeschlafen bis 10 und jetzt ist es ungefähr 12 und jetzt gehe ich dahin und das ist das Outfit für heute. Alles voll mit Kuchen und Karos und Süßigkeiten und ja, ich gehe jetzt los und ich freue mich sehr, alle Leute wiederzusehen, die ich gestern kennengelernt habe, weil ich schon länger kenne und auch auf euch, die Fans. Also bis nachher. Ich habe gerade den Tommy Something getroffen und wir waren nämlich jetzt am Lasertag spielen, was sehr, sehr witzig war. Und der fängt jetzt auch mit YouTube an. Was machst du da? Ja, ich werde hauptsächlich auch so Nerd-Stuff machen. Werde aber hauptsächlich Gaming-Recaps machen und so ein bisschen über Videospiele erzählen. Habe aber auch überlegt, welchen eigentlich leider leidenschaftlicher Bastler bin. Bist du so wie du? Ja, wollte ich das sagen. Dass ich anfange auch vielleicht so Nerd-Props zu machen. Eventuell, keine Ahnung. Eventuell. Da glaubst du mir mal nicht. Ach. Ich mache eine Star-Lord-Maske. Ja, das ist cool. Ja. Das ist ziemlich cool. Dann schau doch mal bei dir vorbei. Ja, sehr gerne. Yay. Come on. Was macht die Schönes? Wir haben gerade ganz erotisch Lippenstift aufgetragen, der Slow-Mo-Pack. Weil Haare schütteln, ne, das macht ja jeder. Und dann wollten wir eben mal was Ähnliches machen, da wir jetzt Booties machen. Mit Lippenstift. Sehr schön. Hast du schon Fans getroffen? Nee, aber ich wollte auch eher mich unterhalten mit YouTubern und so. Viele erkennen mich auch so nicht. Das habt ihr gerade gemacht? Wir haben gerade Slow-Mo gemacht, ganz erotisch mit Haare schwingen und Lippenstift auftragen. Und hast du Spaß? Hast du viele nette Leute getroffen? Ja, echt toll hier. Gigantisch. Ganz viele nette Leute. Cool. So, wir sind jetzt mal draußen, weil das erste Mal in Köln die Sonne scheint. Yeah. Stimmt. Und es tut mir total leid, aber sie hat schöne bunte Haare, aber ich habe deinen Namen vergessen. Katie steht neben mir und Chiara und Miss Kokos will gefilmt werden. Miss Kokos, einfach winken. Oh, sorry. Und so ein komischer Typ, der die ganze Zeit seine Autogrammkarten mir geben will. Keiner will die haben. Keiner. Nee, doof, ne? Als Tischuntersetzer vielleicht. Ja, richtig. Dafür würde ich eins nehmen, so, aber ununterschrieben. Ja, bitteschön. vielen Dank. Die ist doof. Du bist doof. Das stimmt. Ja, das stimmt leider. Aber ich darf das. Ich darf doof sein. Ich habe die Vanille-Cola getroffen. Hallo. Hast du Spaß? Ja. Du? Ja. Wir tun so langsam die Füße weh auf. Ich bin müde. Ich komme mir auch vor wie in so einem Hamsterrad, weil man immer im Kreis läuft. Die ganze Zeit. Ich muss pipi. Mach mir ein Sandwich. Ja. Weißt du was? Hier vorne. Da gibt es Bacon Cakes. Wirklich? Okay. Guten Morgen, es ist Sonntagmorgen und ich bin sehr, sehr, sehr müde und ich fahre jetzt gleich zurück und weil ich so furchtbar aussehe, lasse ich einfach die Sonnenbrille auf, obwohl das total unpersönlich ist, ich weiß. Aber das kann ich heute keinem zumuten und ich will mich aber auch nicht schminken, weil ich eigentlich nur 6 Stunden lang im Auto sitze. ich war gestern noch auf der Sony-Party und danach bei der Mediakraft-Party und das war eine lange Nacht, aber ich hatte sehr viel Spaß mit sehr vielen feinen Menschen und habe viele, viele coole Leute kennengelernt, die ich vorher auch immer nur bei YouTube gesehen habe oder auch noch nie gesehen habe teilweise. Und das war super cool. Das war ein total verrücktes Wochenende. Ich bin echt total im Sack. Also ich bin vollkommen fertig. Ich werde wahrscheinlich 6 Stunden Autofahrt nach Berlin nur schlafen. Oder vielleicht auch nicht, weil lustigerweise der Ben Salomo zurückfährt mit mir im Auto. Und ich habe voll das Déjà-vu, weil ich letztes Jahr auch mit ihm hin und zurück gefahren bin. Und ich hatte sogar das gleiche T-Shirt an, ja, was mega witzig ist.
Also es ist so ein bisschen, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von Köln gesehen, aber ich bin auch einfach zu müde, um jetzt mir den Dom anzugucken. Und deswegen dachte ich, okay, fahre ich einfach zurück und dann nächstes Jahr nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit und dann richtig volles Programm, ein bisschen Köln angucken, Gamescom, Video Day und ja. Wie war es denn für euch? Haben wir uns getroffen? Habt ihr mich nicht getroffen? Wolltet ihr mich treffen? Wart ihr gar nicht da? Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich gucke mir das alles an. Und ja, falls ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren, denn jedes Einhorn bekommt seine Flügel dadurch. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ich sag tschüss.